Ich darf nur bitten, Herrn Professor Dr. Björn Kutscher zum Thema islamische Bildung und Erziehung in Lehrern des Islamismus an. Meine Damen und Herren, die Frage nach der religiösen Bedeutung von Bildung und Erziehung im Allgemeinen, die im Konkreten im Zusammenhang mit der Religion noch weitergehen nach der religiösen Bildung und Erziehung der Kinder und Jugendlichen im Spezifischen, stellt sich zwar im Komplex, jedoch jeweils separat als pädagogische und theologische Komplexe dar. Im folgenden Teil sollen die Kerngedanken zunächst in den islamischen Primärquellen hierzu in gebührender Kürze zusammengetragen werden, um im Anschluss daran die Haltung von Said Mursi darauf damit zu vergleichen. Kinder gelten nach dem Koran als eine Prüfung, Fitna, und dennoch ist der Nachwuchs im koranischen Text positiv gesetzt und der Mensch hat sich für dieses Geschenk bei Gott zu bedanken. Gerade deshalb wird am Beispiel von Luqman a.s. dargelegt, dass Kinder und Heranwachsende auf eine ihren Bedürfnissen angemessene und freundliche Art angesprochen werden sollen. Nach dem Islam gelten Kinder vor der Pubertät in religiösen Angelegenheiten als unmündig und unterstehen somit nicht dem Normengefüge des Islam. Der Prophet hat häufig betont, dass Kinder für ihr Tun und Unterlassen nicht verantwortlich sind. Gleichzeitig ist darauf zu achten, dass bei der Vermittlung der Religion ein erleichternder Weg einzuschlagen ist. Der Prophet sagt, lehret und erleichtert, erschwert nicht. Ibn Hazm betont im Allgemeinen Umgang mit Freiwilligkeit und den Empfehlungscharakter eines Ratschlags. Alles andere sei inakzeptabel, da schließlich auch der Empfehlende selbst irren könne. In diesem Kontext wird immer wieder auch auf die göttliche Nachsicht, Geduld, Liebe und Barmherzigkeit eingegangen. Selbst Ibn Taymiyyah betont, dass alles von der göttlichen Liebe herrühre und hierin ihren Grund habe. Ja, jede Bewegung auf der Welt gehe hierauf zurück. Die Handlungen bemessen sich nur nach den Intentionen und jedermann kommt nur das zu, was seiner Intention entspricht. Innamal a'malu binniyat, ein Hadith des Propheten. Der Glaube und die Absicht ist letztlich Ausgangspunkt und Basis für weitere praxisbezogene Normen, die auf dieser Grundlage abgeleitet werden. Noch anschaulicher wird dieser Aspekt der Aufrichtigkeit in dem berühmten Jibril-Hadith zum Ausdruck gebracht. Als Gabriel den Propheten nach dem rechten Tun, Ihsan, fragt, antwortete dieser, Ihsan bedeutet, dass du Gott dienst, als ob du ihn sehen könntest. Denn obwohl du ihn nicht sehen kannst, so sieht er doch dich. Das islamische Adab bzw. Akhlaq wird Propheten mehrfach als Ziel seiner Botschaft verkündet. Ich wurde zur Vervollständigung der guten Moral geschickt. Auch in seinen persönlichen Gebeten hat er sich in dieser Richtung geäußert. Mein Gott, so wie du meine Erschaffung wohlgestaltet hast, so mache auch meine Moral schön, flehte der Prophet Gott an. Neben der oben erwähnten Selbstdarstellung des Propheten wird auch im Koran die hervorragende Eigenschaft des Propheten bezüglich seiner Auserwählung und Lehrerschaft und seine besondere Beispiel- und Vorbildfunktion im Zusammenhang mit der Moral angegeben. Im Koran, weil du über eine hervorragende Moral verfügst. Diese religiösen Textstellen sind vor dem Hintergrund einer auf Nachahmung basierenden Wahrnehmung und Praxis der Religion im Alltag vieler religiöser Muslime, wonach zwar großer Wert auf die Einhaltung der täglichen Gebete gelegt wird, die damit verbundenen moralischen Eigenschaften jedoch ausgeblendet werden, bemerkenswert. Jede religiöse Bildung und Erziehung muss diese Kernbotschaft des Islam in den Blick nehmen und bei der Entwicklung von entsprechenden didaktischen Konzepten beachten. Dass Wissen und Kenntnisse alleine einen Menschen nicht gebildet und erst recht nicht gut erzogen und gläubig macht, ist nicht nur eine Erkenntnis der islamischen Primärquellen und Gelehrtenstruktur, sondern wird auch in der modernen Pädagogik akzeptiert. Andernfalls wäre kein Gelehrter gebildeter als Imam Google und niemand so gläubig wie die Autoren der mehrbändigen und umfangreichen islamischen Encyclopedia of Islam.
die fast ausschließlich von Nicht-Muslimen verfasst wurde. Ebenso gehören Urteilsvermögen und kritische Distanz gegenüber dem Informationsangebot zu den elementaren Prämissen von Bildung, sowie Hingabe, sich einlassen und ein selbstverständliches Urvertrauen zu den Voraussetzungen von Iman. Informationen, Kenntnisse und im Grunde jede Art von Bildung, Erziehung und Werte haben nach dem islamischen Glaubensverständnis ihre Basis und Ableitung als dem absoluten Sein und Schöpfer bei und in Gott. Gott stellt als Ausgangspunkt des ontologischen Gesamtgeschehens den Dreh- und Angelpunkt von Existenz und Wissen. Der Koran hebt exemplarisch am Beispiel von Adam als dem Urmenschen hervor, dass alles Sein und Wissen von Gott kommt und letztlich auf ihn zurückgeht. Der Mensch hat sein Wissen und die Fähigkeit, weiteres Wissen über Gott, die Welt und sich selbst zu erlangen, von Gott erhalten und steht somit in Beziehung dazu. Ein oder Information über Religion stellt sich an dieser Stelle die Frage. Jede Art von Wissen bezieht sich damit immer auf Gott und hat nur eine normativ positive Bedeutung, wenn sie damit in Verbindung steht. Und sagt, mein Herr, mehre mein Wissen, steht im Koran. An solchen und anderen Textstellen bedeutet das Wort Ein im Koran nicht allgemeines Wissen über die Welt, Religion und den Menschen, sondern ist immer bezogen auf Gott und ist Wissen über Gott, bekommt weiterhin erst durch das Verhältnis des Seins bzw. seines Seins zu Gott einen Wert. Weiterhin besteht zwischen dem Wissen und Handeln eine unmittelbare Wechselbeziehung, die ebenfalls elementar ist. Wahrlich, am ehesten haben vor Gott von seinen Dienern die Wissenden Ehrfurcht. Wahrlich, Gott ist erhaben und verzeihend, steht im Koran. Jene, die also zwar wissen, aber nicht entsprechend handeln, etwa morden, vergewaltigen und ohne Scheu lügen, haben entweder ein einfaches Faktenwissen und nicht das glaubensbezogene Wissen über Gott erlangt, oder ihr Anspruch nach Iman wird durch die eigenen Taten in Frage gestellt. Ausgesprochene Iman aus dem Munde eines Menschen ist ein Bekenntnis, eine These und Aussage, die eines Nachweises bedarf. Jede Behauptung gilt als widerlegt, die nicht belegt bzw. begründet ist. Das Glaubwürdigkeitsproblem wird anderenfalls evident auftreten und die Überzeugungskraft entsprechend schwinden. Ist etwa jener, der zu Allah in den Nachtstunden sich niederwerfend und stehend betet, der sich von dem Jenseits fürchtet und auf die Barmherzigkeit seines Herrn hofft, einem Ungehorsamen gleich, sprich, sind solche, die wissen, denen gleich, die nicht wissen, allein nur diejenigen lassen sich warnen, die verständigt sind. Lehren und Predigen, ohne selbst dies verinnerlicht und praktiziert zu haben, ist im Islam verpönt. Andererseits wird in zahlreichen Prophetensprüchen der Gelehrte dem Betenden höher gestellt. Hadith, der Wissende ist gegenüber dem Betenden so hoch gestellt, wie der Mond gegenüber den anderen Sternen. Die Wissenden sind die Erben des Propheten. Sie haben kein Geld hinterlassen, nur das Wissen. Zugleich ist der gelehrte Muslim dem oben dargestellten Ideal entsprechend nicht nur ein intellektueller, sondern immer auch ein vertrauenswürdiger, praktizierender und moralisch hochwertiger Mensch. In einem Hadith heißt es, Neid ist nur bei zwei Personen gestattet. Der andere ist jener, dem Gott Weisheit, Hikmah gibt und dieser es selbst praktiziert und es an andere Menschen lehrt. Zahlreiche Koranverse und Hadithe heben einerseits die Rolle der Vernunft hervor und machen deutlich, dass ohne den richtigen Einsatz des menschlichen Ermessensorgans eine Einsicht in religiösen Fragen gar nicht möglich ist. Die Diskussion darüber, dass Akil hier sicherlich nicht im kantischen Sinne verstanden werden kann, erübrigt sich an dieser Stelle. Auf die Ein- und Weitsicht eines Muslims wird in diversen Hadithen hingewiesen. Damit wird ein positives Grundverhältnis zur Urteilsfähigkeit eines glaubenden Menschen dokumentiert. Hütet euch vor der Einsicht, Firasa, eines Glaubenden, denn er schaut mit dem Licht Gottes, heißt es in einem Hadith. Andererseits wird die Entscheidungsfindung nach Gutdünken in der Regel in einem negativen Kontext gestellt. Von dem vierten Kalifen wird etwa überliefert, wenn Religion nach dem persönlichen Ermessen sich richten würde,
wäre die Benetzung des unteren Teils der Füße angebrachter als der obere Teil. Ich habe jedoch gesehen, dass der Prophet den oberen Teil benetzt. Demnach sind religiöse Normen, jedenfalls in ihrer Ganzheit, der Erfassung durch den Abbild entzogen. Jeder, wie sieht es nun bei Seit Nussi aus, welche Positionen werden? Jede pädagogische Handlung hat nach Nussi seinen Ursprung in der Liebe, weil der Mensch selbst das Ergebnis von Liebe und Barmherzigkeit sei. Liebe ist der Ausgangspunkt jeder Handlung im Universum. Er sagt, deswegen sagten die erhabenen und maßgeblichen Heiligen, welche den Gottesnamen der Liebende manifestieren, Liebe ist der eigentliche Sauerteig des Universums. Durch die Liebe sind alle Wesen in Bewegung. Ohne Liebe ist kein pädagogisches Handeln möglich, da in dieser Liebe und Barmherzigkeit die Offenbarung ihren Grund habe. Denn hierdurch werde pädagogische Aufwertung des Menschen beabsichtigt. Nussi selbst verwendet in seinen Werken Risale-i-Nur, welches er als eine Auslegung des Korans versteht, dieselbe Methode, didaktische Grundkonzeption und Zielsetzung, die er auch an verschiedenen Stellen seines Lebenswerks weiterempfiehlt. Hierbei ist ihm wichtig, dass bei der Vermittlung von Kenntnissen, Werken und auch der Reflexion die Didaktik des Korans verwendet werden muss. Denn der Koran ist als Werk und Ansprache des Schöpfers der größte Lehrer. Nussi geht es in seinem Wirken primär weder um Kenntnisse noch um Weisheit, sondern allein das Bekenntnis zu Gott ist für ihn entscheidend in der Zielsetzung. Zitat: Das Wissen wurde zur Illusion. Ich sah in der Weisheit tausend Gebrechen. Für Nussi ist Grundlage, Ausgangspunkt und Ziel von Wissen, jeder Art religiöser Bildung und Erziehung, die Gotteserkenntnis und das Bekenntnis zu ihm. Zitat: Dies bedeutet, dass der Mensch in diese Welt kam, um mittels Wissen und Mitgebet vervollkommen zu werden. Hinsichtlich seiner Natur und seiner Fähigkeiten ist alles an Wissen gebunden. Und Fundament, Quelle, Licht und Geist aller wahren Erkenntnisse ist das Wissen über Gott. Und seine Essenz und Basis ist der Glaube an Gott. Zitat Ende. Willst du die Wirklichkeit und wahre Weisheit erkennen, so gewinne Wissen über den allmächtigen Gott. Denn die wahre Wirklichkeit aller Dinge sind die Lichtstrahlen des allmächtigen Gottes und die Erscheinungen seiner Namen und Eigenschaften. Schließlich regt er konsequent in seinem Denken und Wirken in der Phase nach 1950 seine Anhänger dazu auf, Risale-i-Nur Medresen oder Medaris aufzubauen, deren Hauptaufgabe die Gotteserkenntnis und die Vermittlung des Gefühls der Gegenwart Gottes sein soll. Ich betone nochmal, weil ich das sehr wichtig finde. Deren Hauptaufgabe die Gotteserkenntnis und die Vermittlung des Gefühls der Gegenwart Gottes sein soll. Schließlich führe pures Faktenwissen zu Arroganz und Selbstüberschätzung. Man fange sich Gott gegenüber undankbar zu verhalten und sage sogar, ich zitiere aus dem Koran, dieses habe ich erhalten aufgrund meines Wissens. Besserwisserei und Selbstüberschätzung seien Folge dieser Akkumulation von einfachen, unbearbeiteten Kenntnissen über Religion. Wohingegen ein wahrer Gelehrter dieses Wissen auf das Niveau seiner Ansprechpartner hin herunterbrechen würde. Er verwendet ein schönes Beispiel, um dies zu verdeutlichen. Ein wahrer Gelehrter würde seine Schützlinge, wie ein Lamm es mit gereinigter Milch tut, futtern. Nicht ähnlich einem Adler diese mit rohem Futter konfrontieren.